Also wir haben alles, was in einer Saunawelt heute in besonderer Weise nachgefragt wird, haben wir versucht hier zu installieren. Und wir haben mit unserem Architekten, der ein ausgesprochener Fachmann im Saunabau ist, eigentlich ein sehr gutes Ergebnis erzielen können. Wie gesagt, ich kann nur hoffen, dass die Sauna gut angenommen wird und dass sie vor allem von allen Schwarzerinnen und Schwarzer positiv genutzt wird. Sie können sich freuen, dass die Sauna wieder eröffnet ist und vor allem, dass sie eine Wohlfühloase geworden ist. Ich glaube, wir haben einen wesentlichen Qualitätssprung auch mit der Neugestaltung der Sauna erreichen können und ich hoffe, sie wird gut angenommen. Am 5. März haben wir einen Tag der offenen Tür. Da sind alle eingeladen, sich die Sauna anzuschauen, sich ein eigenes Bild davon zu machen und vielleicht werden sie als Kundinnen und Kunden gewonnen. Also wir haben ein breites Angebot in der Sauna. Es gibt eine finnische Sauna, eine Softsauna, wir haben ein Sohledampfbad, wir haben einen Zirbenruheraum. Also es ist ganz fest darauf geachtet worden, dass man natürliche Materialien verwendet, eben viel Zirbe, weil das ja nachweislich einfach beruhigt und die Herzfrequenz sogar senkt. Die neuen Öffnungszeiten werden von Dienstag bis Sonntag von 14 Uhr bis 22 Uhr sein. Am Donnerstag haben wir wieder unseren Damentag und am Freitag ist Herrensauna angeboten. Die restlichen Tage wird es gemischte Sauna geben.